Und ihr dürft euch aussuchen. Da sind noch Toastbrötchen oder sonst das Hamburgerbrötchen. Ich nehme Hamburgerbrötchen. Ich auch. Okay. Ja. Ja. So, da haben wir jetzt diesen riesen Berg. Zutaten. Hallo. Hallo. Da haben wir jetzt einen riesen Berg Gemüse. Müssen wir jetzt mal schnipseln. Ja, eigentlich muss es ja nur ein Scheibchen sein. Wir brauchen ja nur ein paar Bisschen. Ich muss mich mal, glaube ich. Zum Beispiel die ganzen Tomaten brauchen gar nicht alle geschnitten werden. Nee. Genau. Eigentlich. Aber wir schnibbeln jetzt erstmal die Dinger auf hier. Ein, maximal zwei, wenn überhaupt. Aber alles, was wir eben gemacht haben, nicht drauf. No, God! No, God, please, no! 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 Ja, gut, ja, also, wir haben das ja, haben einen Fehler gemacht. Müssen wir alles nochmal machen. Wir haben jetzt hier unsere Burger Buns, also die Brötchen, aufgeschnibbelt. Auf der einen Seite Barbecue-Soße. Mörderlecker, zeige ich euch gleich welche. Und unten, ganz unten haben wir dann noch Mayo drauf. Da einfach kommt ein Salatblatt drauf. Ja, und auf das Salatblatt kommt gar nichts drauf, da kommt noch Fleisch drauf. Kommt das Fleisch drauf und dann kommt auf das Fleisch halt das ganze Gemüsezeug und so alles oben drauf. Und die Soße, hier diese Marke, Originalrezeptur, Original Bavarian. Mörderlecker. Mörderlecker. Also die Soße, nicht die Bavarien. Ja, ja, die Soße. Ne? Also das Original Barbecue Soße, Grill- und Buchenholz Barbecue Soße. Nur um das mal klarzustellen, wir werden von denen nicht gesponsert. Nein, aber es ist schweinelecker. Das Fleisch haben wir von kaufnekuh.de. Da kann man online sich das Fleisch, Rindfleisch bestellen. Und die Kuh wird aber erst geschlachtet, wenn alles, von der, alles, was man davon verwerten kann, auch verkauft ist. Dann wird die glückliche Bio-Kuh geschlachtet. Und kostet, was war das? Ich hatte inklusive Versand nachher 16 Euro irgendwas pro Kilo Fleisch. Da sind zwei, drei Stücken, also einige Stücken richtig gutes Steakfleisch dabei und dann auch noch jede Menge kleines Zeug. Das hier zum Beispiel. Das sind jetzt vorgefertigte Burger-Frikadellen. Rindfleisch-Frikadellen praktisch. So. Genau. Und ansonsten habe ich jetzt hier, je nachdem, was wir so mögen, Tomate, Gurke, Zucchini, Paprika, alles klein geschnippelt, damit wir damit unsere Burger belegen können. Genau. Jetzt könnten wir eigentlich schon anfangen, die in die Pfanne zu schmeißen. Dann schneide ich mir also eine ganze Paprika auf und auf den Burger kommt, glaube ich, nicht gut. Okay. Genau. Dünne Scheiben schneiden. Dünne Scheiben schneiden. Das machst du nur, damit ich mich vor dir verneige, nicht? Mhm. Schwierig. So schöne dünne Paprikastreifen schneiden. Mhm. Aber allzu viel brauchen wir ja auch nicht davon. Gelbe auch? Nee, nee, ein, dafür zu viel. Ich glaube, das reicht. Ja. Ja. Aber Zwiebel wäre noch nice. Ach, ja. Stimmt. Ein Stück Zwiebel, einen großen Zwiebelring hätte ich gerne. Ja. Kriegst du das hin, einen ganzen Zwiebelring zu schneiden? Gerade so. Das dürfte nicht, das ist eigentlich das kleinste Problem. Nee, der ist rund. Ja, hast mir schon gesagt, dass er rund ist. Also halbe Ringe ist überhaupt kein Problem, aber ganze Ringe? Na komm her.
Die Schicht muss man haben. Sonst haben wir keine ganzen Ringe. Ich glaube, auf die Weise kannst du bis zu Ende pullen. Ja, die waren nicht mehr durchgängig. Deswegen. Ja. So. Den Sprung nochmal dran. Jetzt müsstest du mich eigentlich hier hinstellen, damit du ein bisschen in die Kamera schneidest. Dann ist hier so einfach. Ja, wir üben das noch. So, das reicht aber auch. So. Schick. Wunderschick. So. Jetzt putzen wir. Jetzt putzen wir die Buletten. Du darfst den Herd anschmeißen. Ich schneide die Buletten aus der Hülle. Jetzt putzen wir das tote Nutztier. Den Grillkäse putzt du, da habe ich keine Ahnung von. Ja, das mache ich nach den Buletten, der geht schnell. Wir machen nämlich auch vegetarisch. Genau, ich hatte Lust auf vegetarische Buletten und habe deswegen Grillkäse gekauft. Also vegetarische Burger, so Käseburger halt. Und deswegen habe ich den Grillkäse mitgekauft. Nix. Du hast ja keine Ahnung. Da blende ich das Würgebaby ein. Nein! Das ist gemein, das ist diskriminierend. Das Löffelbaby, so. Das ist kein Essen, das ist das Essen für das Essen. Käse? Nee, Käse kommt auch von der Kuh. Da ist was dran. Außer es ist Ziegenkäse. Der dann, kommt dann nicht von der Kuh. Nee, sag ich ja. Ist aber trotzdem nicht das Essen für das Essen. Machen wir mal eine bitte. Ich will's über Essen, aber ich glaube, der ist schon durch. Ja. Welchen Wunder denn? Also von euch beiden will keiner von dem Grillkäse, was? Lars, ja, ich nicht. Ein mit Paprika oder mit Kräutern? Was für Kräuter? Das weiß ich nicht. Kräuter halt. Steht das drauf? Kräuter-Knoblauch-Würzmischung ist hier drin. Ja, den nehme ich. Und hier ist... was auch immer. Kräuter, Gewürze, Rapsöl. Wahrscheinlich normale, stinknormale Gartenkräuter. Gartenkräuter steht ja auch drauf. Siehste. Und der andere hat Paprika. Weil sonst werden die immer extra benannt. Französisch, Italienisch oder Rasen. Was auch immer, wo habe ich denn jetzt? Rasenkräuter. Die Schere gerade wieder weggetan. Tüffel. Atmosphäre. Gegen Rauch? Ja. Finde ich absolut eklig beim Essen. Ich esse ja nicht. Hat nichts von Atmosphäre, finde ich. Das sind 70er Jahre Atmosphäre. Ja. 70er Jahre oder so. Ja. Das war noch Zeit. Das ging schon, ich glaube, das ging bis in die 90er, oder? Ja. Wenn man im Restaurant noch rauchen durfte, wo ich dann immer gedacht habe, dass ich nicht rauche, hatte ich ja gesagt. So. Ist noch nicht heiß. Ist noch nicht heiß?
Eins. Mach doch den Test, den Wassertest. Oh, hot! Guck mir dazu, es ist noch nicht heiß. Noch nicht heiß genug. Na, kriegen wir die alle vier da rein? Ja. So. Ich kann mir nachher in den Ofen noch rein, ne? Nee, die nicht. Die, ja, nicht? Die sind so drin. Ganz schnell, dass die durch ist. Die grillen wir natürlich geil, aber wir haben geil. Was wollten wir denn gestern im Ofen packen? Steak. Ach ja. Die Steak kommen, machen wir morgen. Dann machen wir morgen noch ein Video. Also eventuell die Gewürz? Ja, da ist ein bisschen was drin. Reif ist drin, wenn es klappt, aber ansonsten nicht viel. Guck mal, auf die Packung gucken. Braucht man ja nicht. Was mich erstaunt hat, war, dass bei, auf der Zutatenliste keine Semmelbrösel drauf waren. Wo? Bei den Zwiebelbuletten hier. Nee, das ist nur das Fleisch. Und Tomaten. Die Packung ist Tomaten drin. Ja? Mhm. Okay. So, weil das ist so zart, da brauchst du kein Ding. Sollen wir es Medium haben, oder? Also meine bitte durch. Oder meine. Sagen wir auch den. Das sind doch bloß vier, oder hast du noch mehr? Nee, nee, sind nur vier. Ich hatte eigentlich für dich nur eine gerechnet. Aber wenn wir jetzt die kleinen Brötchen haben, zwei für dich, und die einen für uns, weil wir noch den Grillfehler haben. Okay. Ja, ich guck mal, anders als bei anderen Kochvideos im Internet darf der Kameramann auch essen. Ha. Die anderen müssen immer zugucken. Das wird immer nur für die Personen, die vor der Kamera stehen, gekocht. Ja. Immer diese Entscheidungsfreude, Fröhlichkeit. Ja, das ist so mittelteil. Nicht ganz viel Feuerflamme, sondern so. Keine Ahnung, wann die durch sind. Wenn sie auf beiden Seiten braun sind. Die sind durch. Ja. Ich könnte noch einmal umdrehen. Und dass sie auf dieser Seite noch ein bisschen mehr Farbe kriegen. Jawohl. Ja. Das sieht gut aus. Oder was meint ihr? Ja. Ne? Jetzt ziehen wir bis 10 runter. Ich blende dann Countdown ein und dann sind wir fertig. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 2, 1, 0. Fertig. Andere, nee, andere Seite, andere Seite. Nein. Genau. So. Und es bringt auch noch Barbecue-Soße auf die, den wir hier haben, auf Salatplatz. Nee. Achso, ja doch, ja. Aber ja, gut. Dann krieg das Fleisch oben drauf jetzt ein bisschen mehr. Ja. Da kommt auch noch Käse aufs Fleisch. Ja. Mein bitte auf Kinder. Danke. So. Und jetzt kommen noch die zwei Käse da rein. Ja, ich hau mal eben den Käse da oben drauf. Wir haben hier. Mach mal den Kühlschrank auf. Aus jugendrechtlichen Gründen dürfen wir den Inhalt nicht zeigen. Sternchenkäse. Nice. Ja, lecker. Da packen wir dann jeweils einen von auf die. Oh ja, ich möchte auch ein Sternchenkäse auf meine Bulette. So. Ja, wir sind. Damit sind wir die Sterneköche, ne? Ja. 6 Sterne. Das muss er erstmal ja noch nachmachen. Und nee, auf den Käse. Ja,
Nö, da braucht man kein extra. Also sind es nur 4 Sterne. Auf den Käse muss kein Käse drauf. 4 Sterne kriegt ihr. Genau. So. Barbecue-Soße. Genau. Ja. Welche hast du jetzt? Buchenholz. Die brauche ich. Ich möchte dann wieder die Senf. Den Senf. Den Honigsenf, oder? Ne, das ist die normale. Nee, das ist jetzt die normale. So, Gemüse. So. 2 Tomaten, 2 Gurken, 1 Salatblatt und Deckel drauf. 2 Tomaten. Ich nehme eine große Tomate. Willst du 2 Tomaten auf einen haben? Nee, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so groß sind. Und dann nehme ich 2 Zwiebelringe. Genau. Gurke. Verspritzt. In welche Richtung muss ich ausdrehen? Rechts. Warum auch immer die auseinander sind. Aua! Mann! Haut ab. So. Paprika? Nee. Ja, dann. Kein Salat mehr? Achso, Salat. Salat will ich noch. Genau. Sag mal, oh nee, Soße ist ja da. Und? Genau. Boah. Schwein. So, Zahnstocher packen wir da nicht rein, wie die Restaurants das immer machen. Doch, oder vielleicht doch. Was? Oh. Oder vielleicht doch. Ne, wir haben ja solche langen Zahnstocher nicht. Hm. So. Nein, das ist schon alles gut. Okay, doch. Ich will keine Tomaten. Ich mag Tomaten nicht. Ich bin nicht so der riesen Tomaten-Fan. So. Was ich denn hier? Zwiebel. Paprika sind da. Paprika. Nee, ich muss hier noch was. Ich glaube, ich tue noch ein Tee drauf. 5 Sterne. Siehst du? Stell dich mal in die Richtung, bitte. Für die Abmord gleich. Achso, ja. So. Das war's dann auch schon. Man kann da natürlich Kartoffelecken oder Pommes oder was auch immer zu machen. Haben wir jetzt nicht gemacht, weil haben wir vergessen einzukaufen. Und notfalls hätten wir halt noch ein paar mehr Käseburger, könnten wir noch machen. Ja. Falls uns das nicht reicht, können wir im Nachgang immer noch zusätzliche. Wir haben ja noch Gemüse genug. Ja. Grillkäse haben wir auch noch. Ja. So, wir sollen uns jetzt rüberstellen. Ja. Unseren leckeren. Ja, zum Beispiel. Kannst du den einmal gekonnt in der Mitte durchschneiden? Hier ist das große Messer. Und so sehen die 5-Sterne-Burger aus. Das soll uns hier diese andere mal nachmachen. Wie heißt der noch? Ein Messer habe ich schon. Diese ganzen Möchtegern-Köche da im Fernsehen. Die Kochprofi. Der braucht die schon. Wir sind Koch-K.O. So, schneiden wir da. Nein. Schneiden wir da durch. Ja, meinetwegen machen wir das. Nee, brauchst du nicht mehr fest. Du hältst fest. Eigentlich nicht so einfach. Komm, rutscht das schon runter. Ja. Ja, lass so. Ist egal. Ich muss sowieso mit Gabel und Dings essen. Ja, gut. Ja, ich auch. Also brauchen wir den hier auch nicht durchschneiden. Ja, ich wollte zeigen, wie der von innen aussieht. Durch. Lecker. Gemeinsam. Das ist der Käseburger. Nomi. Sieht das hier zu halb ist? Ja, und da. Ja, mit dem Fleisch, das geht nicht. Die Toilette lässt sich schlecht durchschneiden.
Na, das kann ja heiteres Kauen werden. Ja. So. Ich mach das so. Das war's. Oh. Das war's. Ja. Yum, yum. Ja, und dann... Heute ganz schnell und schmerzlos. Genau, das ging ja relativ fix. Einfach zu machen. Man muss natürlich nicht so teuer, das Fleisch schnell ist klar. Die einfachen Burger-Dinger aus dem Penny tun sie auch. Ne? Genau. Kinder essen das, glaube ich, ganz gerne. Ich auch. Die kann man damit auch animieren, in der Küche zu helfen. Ja. Zum Beispiel. Genau. Weil ich habe meine Jungs auch animiert, in der Küche zu helfen. Ne? Also in diesem Sinne, es geht demnächst weiter mit dem Steak. Lebt lange und im Wohlstand. Tschüss. Bis demnächst.